Hello there. Hallo und herzlich willkommen beim Brick Freak. Heute ein ziemlich aufgeregter Brick Freak. Ihr habt es am Thumbnail und am Videotitel gesehen, es ist der AT-AT. Da habe ich so lange drauf gewartet. Ich denke, viele von euch haben sehr, sehr lange auf den UCS AT-AT gewartet. Und dann bringt erst Lego einen und hinterher dann sogar noch Mole King. Gut, ich habe mir schon gedacht, dass Mole King mit Sicherheit einbringt, egal ob Lego eingebracht hätte oder nicht. 21015 haben wir hier als Modellnummer und Teileanzahl, wir bewegen uns in einem ähnlichen Segment, teileanzahlmäßig auch, denke ich, nachher von der Größe. 6919 Teile gibt es hier an, was ein bisschen wundert, weil der Mock, wo ich glaube, von dem es geklaut ist, ich muss es nochmal verifizieren, also bis ihr das Video seht, weiß ich dann ganz sicher, aber ich glaube, es ist von Jay Lego. Wenn nicht, guckt unten in der Videobeschreibung oder es wird auch mit Sicherheit irgendwo am Anfang stehen. Ja, deswegen auch wie immer zwei Links unten, einer, wo ihr das Set kaufen könnt und einer zum Originaldesigner. Und dann hoffen wir mal auch, ich gucke mir das nachher genauer an, ob es eine Originalanleitung gibt und so weiter. Sowas. In einem von den nächsten Takes werde ich das dann mit Sicherheit kurz sagen, wie viel die Anleitung kostet. Und ich denke immer bei dem Preis, in dem wir uns hier bewegen, wenn die Anleitung nicht wirklich überzogen ist, dann ist immer schön, wenn man die mit einkalkuliert. Ich denke gerade bei den Fähren, so die 10-20er Anleitung, die tun ja echt nicht weh. Bei 50 oder 80 Euro oder sogar schon 150, was ich gesehen habe, da muss dann aber auch geliefert werden. Ne? Okay, gut. AT-AT. Ich habe zwei Stück. Ich habe von Lego den 8219, ist glaube ich, korrigiert mich jemand, wenn das nicht ist. Das ist ein Spiel AT-AT, was weiß ich, knapp über 1000 Teile oder sowas von 10, 12 Jahren oder so, glaube ich. Irgendwie sowas. Stand ewig oben auf dem Schrank, ist jetzt, weil er so zugestaubt war, und das habe ich erst mal in eine Tüte, weil ich will das Wohnzimmer gerade ein bisschen entschlacken. Gut, der Platz machen für was anderes. Ja, und dann habe ich noch diesen Motorized. Der läuft wie ein epileptisches, unter Drogen gesetztes Rehkitz beim ersten Aufstehen. Das Ding ist der Hammer. Es sieht so, man macht es an und man hat einfach nur Mitleid mit dem Ding. Und dann denkt, man macht es aus und denkt, oh Gott, das hätte da wirklich nicht motorisieren müssen. Also nicht mit einem Motor und unfassbar. Wer ihn kennt, weiß, was ich meine. Also da habe ich auch den Leuten nie erzählt, dass der laufen kann. Oh, der ist schön, ja. Fertig. Nie erzählt, der kann laufen. Würde der ansatzweise halbwegs aussehen, so, ey, guck mal, der kann laufen. Boah, zeig her. Aber da hast du eher Mitleid. Also, lassen wir das. Okay, gut. Lange Vorrede. Okay. Ziemlich klein. Ich hätte es gern größer. Wir werfen mit der Kamera nochmal einen Blick drauf. Aber warum bin ich so scharf auf AT-AT noch kurz? Es gibt 4 bis 5 super ikonische Schiffe aus Star Wars oder Vehicles, Things that humans build to travel, Millennium Falcon, Imperator Shuttle, Sternzerstörer, AT-AT, AT-ST. Ich glaube, das kennt fast jeder, oder? Und klar, da gibt es noch nette Erweiterungen.
Aber ich denke, das sind so, was ich mit sagen will, super ikonisch. Also für mich. Ja, der kleine Frank, wo das erste Mal, ich war zu jung für das Imperium schlägt zurück. Ich war da, glaube ich, 8, als der ins Kino kam. 8 oder 9. Ich war leider zu jung, aber ein Onkel, der begeisterte Raubkopien von Filmen damals schon recht schnell angeschleppt hat. Und ich habe ihn, glaube ich, mindestens 30 Mal in meinem Leben gesehen. Okay, so, was haben wir denn? Jetzt wird es ein bisschen laut, gell? Hat man noch nie, oder? Tüte 0? Das ist sicher das Ding, was man für das ganze Set braucht. Aber dass sie das jetzt als Tüte 0 deklarieren, finde ich ja mal richtig cool. Also 10 Bauabschnitte haben wir mal mindestens. 11. Oh, Aufkleber! Aufkleber! Hämmerchen. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, bei dem Set weiß ich nicht, ob man ansatzweise Sinn macht, das mit dem Hammer zu bearbeiten, aber ich nehme gern jedes Hämmerchen. Ist doch einiges, oder? Ist doch einiges. Ich war auch total überrascht. Ich habe die Anleitung so ein bisschen durchgeblättert und sehe die Batteriebox. Und ich hatte nur, als ich ihn bestellt habe, nur das gesehen. Hat mir vollkommen gereicht. Oh, Eti, bezahlbarer als der von Lego. Zack. Ich hätte ja den von Lego. Und ich hole mir den vielleicht sogar auch irgendwann mal. Aber da muss es schon ein verdammt guter Preis sein. Weil, also, nein. Ein M-Motor. Und da habe ich mich doch echt gefragt. Im ersten Moment habe ich gedacht, motorisiert. Ich habe nämlich nur die Batteriebox gesehen, gar nicht mal die Motoren. Ich habe gedacht, nee, ihr habt doch nicht ernsthaft versucht, das 7000-Teile-Monster zu motorisieren. Und dann hatte ich weitergeguckt und gesagt, ah nee, Gott sei Dank nicht. Das ist die Seilwinde. Ja, wo Luke. Genau. Ob das hätte sein müssen, wird man es ein, zweimal benutzen. Läuft man Gefahr, wie ich so oft, die Batterien einfach drin zu vergessen über 4, 5 Jahre und dann kannst du eh wegschmeißen. Fragen über Fragen. Okay, wir werden sehen. Ich denke, 7000 Teile sind zwar nur 11 Bauabschnitte, das kriegt man zur Not in einem Video unter, aber ich weiß ja nicht, wie groß die sind, wie abwechslungsreich, ob man einen, also ich rechne mal eher mit 2 Videos, wenn es gar nicht so viel gibt, weil es entweder nicht besonders toll war, aufregend, langweilig oder das, was man sieht, reicht, vielleicht machen wir auch dann nur ein langes Video, aber keine Ahnung. Wovor ich schon Graus habe, selbstverständlich, ist die Beine. Also ich denke, das Gute ist, man weiß es vorher. Es gibt ja Sets, da ist man nicht so drauf gefasst. Hier war klar, okay, das wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass man es einfach spiegelnd, obwohl. Ich glaube, die sind ohne Gelenk. Ich denke, das ist wirklich viermal sogar das absolut gleiche Teil. Also das heißt, man baut 4 Füße und 4. Die Hälfte des Sets sind 2 Takes. Also gut, wir schauen mal, was wir draus machen. Ich wünsche mir auf jeden Fall viel Vergnügen. Ich hoffe, ihr habt dann auch noch welches. Dann sind wir beide Parteien glücklich. Okay, bis gleich. Oh, jetzt mal mit shaky Handcam. Bauabschnitt 1.
Der hat wieder Fettsack sich auf dem Stuhl rumwälzt. Und weil die schon so alt und durchgesessen sind, machen sie Geräusche. So. Allein schon hier die schöne Schüssel. Okay. Nur um irgendwelchen Fragen vorneweg gleich aus dem Weg zu gehen, es gibt bei Mole King offiziell keine Teilelisten oder eine Webseite, wo man sich die runterladen könnte. So, die Anleitung, zack, 10 Bauabschnitte, wie gesagt, Hüte 0 sind hinten die 4 Schüsseln gewesen, die für alle Bauabschnitte gelten, die doch durchaus komplizierte Verkabelung. Und im Bauabschnitt 1 soll man wohl die Basisplatte unseres AT-AT. Das ist doch ein Fest der Farben, oder? Das ist ein Fest der Farben. Ja, herrlich. Grau in Grau. Kennt jemand von euch, ich weiß nicht, welcher es ist, welcher Loriot-Film, ob Ödipussy oder Papa Ante Portas, wo zu so einem alten Ehepaar in ihr total runtergekommenes Haus geht und sie wollen renovieren und sie wollen es wieder grau und er dann loslegt, ja, möchten sie steingrau, mausgrau, schiefergrau und irgendwie so 30 Grauarten aufzählt und die beiden Alten sehen auch, haben graue Klamotten an, hocken vor der grauen, also es ist herrlich, herrlich, herrlich. Okay, dummes Gelaber vom alten Mann, ich baue los. So, der Bauabschnitt beginnt. Mit Platten, Platten, Platten. Na gut, hier kann man das Hämmerchen doch wirklich doch ganz gut gebrauchen. Kriegt es dann doch, gerade hier so zwischendrin, kriegt man einfach noch ein bisschen mehr die Luft raus sozusagen und eine bessere Verbindung hin. Also hämmert das Ding einmal durch, so wie ihr es könnt. Ihr müsst halt immer mal an verschiedenen Stellen auflegen, weil wir ja unten nicht gerade eine gerade Auflagefläche haben. Also legt so lange immer wieder auf, wo es gerade ist und klopft es einmal wie ein Schnitzel durch. Und wir haben den Bauabschnitt 1 hinter uns gebracht. Bauabschnitt 2 beginnen wir dann wieder mit diesen Schenkelteilen hier. Und die beiden anderen. Ihr seht, wir haben es jetzt gegenläufig. Okay. Bauabschnitt 1 war problemlos. Super zu bauen. Anleitung, Teile, kein Problem. Ein Fehlteil. Und wenn wir das geschafft haben, bauen wir hier noch ein bisschen mehr auf. Okay, so, so sieht es von oben aus sozusagen. Bisschen was gefliest bis jetzt, der Rest ist noch noppig. Schöne, dicke, stabile Platte mit Technik-Tricks gemacht. Ihr seht es, unten drunter haben wir dann nochmal 2 so Rahmenkonstruktionen gebaut aus 6 Technikrähmen, die warum auch immer hier dann eins versetzt über die Round Bricks mit Lochaufnahme oder mit Loch oben, ja, damit man unten in die Bricks reinkommt, damit man um eine halbe Reihe versetzt ist. Ihr seht hier dieses graue, die Stange, die da durchguckt. Genau, das sind diese dreierlangen Stangen, die oben Pin haben mit Stud und dann 2 Länge noch die Stäbe sind. Da hat einer gefehlt. Fällt jetzt aber bei der Menge, die hier verbaut ist, nicht auf. Also ich denke nicht, dass das jetzt, oder hoffe nicht, dass das jetzt ein großes Problem gibt. Vor allem, weil ja die Teile ja nicht nur hier unten so dran sind, sondern hier oben ja dann auch nochmal mit den Pins verankert. Und hier geht eine 7er Achse durch. Von hier knapp unten drunter bis hier in die Hälfte rein. So dass das Ganze dann, denke ich, doch eine ganz gute Basis bildet, um später unsere 4 Beine aufnehmen zu können mit den Füßen. Und da das Ding ja eh nicht groß beweglich ist, denke ich, wird es jetzt kein Problem sein. Stellt man einmal hin und bleibt das also stehen. Aber ich denke, es ist solide genug. Klemmkraft wissen wir ja beim Hole King GoBricks, da haben wir eigentlich selten Probleme. Okay. Oh, wieder Shaky Handcam und ich wollte euch nur zeigen,
was der Bauabschnitt 2 alles beinhaltet. Ich habe mir das angewöhnt, jetzt hier für dieses Video alles mal so ein bisschen zu sortieren, dass ihr einen Überblick, naja, nicht wirklich, aber ne? Okay. So, Anfang vom Bauabschnitt 2, ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie es denn dann aussieht, wenn wir es vollkommen fertig haben. Ihr seht's. Hier in der Mitte ist so ein bisschen, ja, wirkt es nicht ganz so stabil, aber ich habe gesehen, oder ihr seht, da hinten sind noch jede Menge große Platten, also auch 2, 8 auf 16er und so weiter. Gucken wir mal, ob die jetzt da alle oben nochmal drauf kommen oder partiell halt, um das Ganze nochmal einen Tick zu verstärken. Aber er steht hier auf seinen, ja, ovalen Andockstellen doch erstmal relativ sicher, unser AT-AT. Wie gesagt, tut mir leid, momentan shaky Handcam, aber so bin ich einfach ein bisschen flexibler. So, es ist ungefähr 2/3 hier vom Bauabschnitt 2. Okay, wir haben hier hinten nochmal ordentlich Fliesen reingeballert und die Modified Blades, die Grills. Wir haben einmal hier komplett durchgefliest. Wir haben hier eine Sitzreihe, denke ich, gebaut, sollte es wohl sein, hier hinten zum Anlehnen und hier zum Sitzen, gehe ich jetzt mal davon aus. Generell alles so ein bisschen verstärkt und hier hinten, wir sehen, viel mit Studs on Side gearbeitet. Und zwei Aufkleber und ich habe sie sogar angebracht. Also ich gucke mal, seht ihr das, da auf der Viererfliese ist einer. Jawohl. Und der andere ist da. Das sind aber nur Instrumente. Das sind publik bedruckte Teile bei Lego. Hier wird es mit hochwertigen Aufklebern gelöst. Ja gut. Nachdem ich ja jetzt beim Millennium Falcon ein bedrucktes Moleking-Teil gefunden hatte, ne, die Windschutzscheibe, hoffe ich mal, dass Moleking da noch weitermacht. Für alle, die sich wundern, warum sie jetzt hier, hatte ich im Anfangstake vergessen, den AT-AT-Bau sehen, obwohl der Moleking Falke nur zur Hälfte gebaut ist, der AT-AT kam vor den Ersatzteilen. Ganz einfach. Ja, ich kann mit dem Falken weitermachen, sobald die fehlende Tüte da ist. So, der Bauabschnitt 2 ist erledigt. Und ihr seht, hier oben haben wir die Batteriebox eingezimmert. Ich habe noch nicht mal Batterien eingelegt. Gut, müssen wir noch machen, bevor ich dann später auch nicht mehr so gut rankomme. M-Motor, Winde direkt angeschlossen, geht hier durch ein Loch, geht hier unten durch ein Loch, hier rüber, über eine Felge hier dran und dann an den Haken. Okay, ansonsten seht ihr, dass wir hier noch auf die Säulen auch nochmal hier den nächsten Stock aufgebribbelt haben. Das hier sind auch Aufkleber, keine bedruckten Teile. Aufkleberqualität ist gut bis sehr gut, wie wir es meistens von Moleking haben. Nicht immer, aber meistens haben sie eigentlich eine ganz gute Qualität. Okay. Das hat mich am meisten verwundert. Wir haben Farbe drin und das Gelb. Aber ansonsten sind wir weiter hier schön nur in Schwarz, Hellgrau und Dunkelgrau unterwegs. Aufbau ist gut. Anleitung hat kleinen Fehler. Ja, zum Beispiel hier das. Dann kommt der Bauabschnitt, der schon weiter ist, bevor der davor kommt. Aber das sind lauter so Kleinigkeiten als Beispiel. Oder die Teileanzahl stimmt nicht. Ihr sollt 6 verbauen, aber unten verbaut er dann nur 4. Das ist so super Kleinigkeiten, die einem auffallen. Ansonsten vom Aufbau her super solide. Also wirklich, lässt sich super gut bauen, alles geht ineinander gut auf. Bis jetzt hat das erstklassig designt. Ich bin gespannt, ob noch irgendwas was kommt, spätestens an den Beinen. Ne? Da Beine und Kopf, da bin ich am meisten gespannt. Wie ist der Kopf angebracht? Können wir ihn bewegen? Ist das starr? Und die Beine natürlich. Gehen sie einfach, ja. Fragen vorsichtig. Also hier nicht drücken, wir haben es gerade gemerkt. Das biegt sich doch ordentlich durch. Da unten drunter ist auch nochmal eine Konstruktion, die man jetzt kaum sieht. Ein bisschen schade. Aber was soll's, das hier ist, sind nur Stangen. Noch kann man nichts damit machen. Mal gucken, ob da noch irgendeine Funktion rankommt. Okay. Und das hier ist der Bauabschnitt 3. Heute wieder den
fetten Arsch von dem Typen auf dem Stuhl knarzen, ne? Ja. Okay. Das geht recht schnell zu sortieren, da es fast in jeder Tüte nur 4, 5 verschiedene Sachen drin sind. Meistens ist schon erst in der letzten Tüte, wo es Kleinkrams drin ist. Also ich fange natürlich mit den großen Teilen an. Immerhin ein bisschen Dekorierung haben wir hier anscheinend mit den Plastern. Und wenn ich mir die Fliesen da drüben angucke, bauen wir wahrscheinlich nochmal so eine Sitzreihe aus denen hier. Alla gut. Und wir haben einen Haufen Raumbricks zu unserer Rechten. Da bin ich jetzt sehr drauf gespannt. Wie ist der Hals? Ich glaube, wenn ich das sehe, dass es mit Brown Bricks gemacht ist, ist er sicherlich total steif und lässt sich mit Sicherheit nicht bewegen. Alles andere würde mich jetzt echt überraschen. Und bevor ich den Hals hier jetzt am AT-AT montiere, wollte ich ihn euch mal zeigen. Also innen drin laufen, ihr seht es hier, und da 4 13er Liftarme, und da drumherum kommt eine Konstruktion aus den Wedge Blades und, na, ihr seht es, den Round Bricks. Hier sind Bautechniken, wie er es gemacht hat, wie er alles zusammenfügt, sind ganz nice. Also absolut in Ordnung, kann man nichts sagen, aber wie zu erwarten, halt leider ein steifer Nacken. Naja, hab's mir ja schon vorher gedacht. So. Außer dem Hals haben wir hier oben noch die seitlichen Aufbauten hochgezogen und die haben wir jetzt oben und unten verbunden mit 4 so Stützen, die aus Technikbricks gemacht sind. Jeweils außen mit Start und Side und hier schön alles verfließt, wunderbar. Wie so Spangen, sage ich jetzt mal. Hier müsst ihr natürlich ein bisschen drücken, aufpassen. Klar, ne? Dass er schön gerade drückt, sonst bricht euch die Säule weg. Dass wirklich hier kaum noch Spalte frei sind, dass er das so wirklich mit den Technikpins hier in die Aufnahmen, in die Modified Brick mit Lochaufnahme oder mit Pinaufnahme mit Lochaufnahme. Okay, ich bin gespannt, wie man später an die Box kommt, um die Batterien zu tauschen, weil ich habe noch keine eingelegt. Ich glaube, ich mache das jetzt mal, oder? Das wäre schon dämlich, wenn ich hinterher dafür wieder die 3 Minuten zurückbauen müsste oder sowas. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir wappnen uns mal besser auf alles vorbereitet zu sein. Jetzt lässt es sich, denke ich, auch richtig gut transportieren. Hat auch jetzt schon ordentlich Gewicht. Meine 3 Bauabschnitte, das sind jetzt hier um die 1800 Teile wahrscheinlich schon. 1700, 1800 Teile, vielleicht das könnt ihr euch vorstellen. Da haben wir jetzt schon ordentlich Gewicht. Noch ein Sack. Und wir sind dann so ungefähr bei dem, was man für Lego für die 200 Euro bekommt. Ja, ich weiß, geklaute Anleitung und so weiter und so fort. Ich weiß. Man kann es nicht wirklich vergleichen, solange keine Lizenzkosten bezahlt worden sind. Alles gut. So, und vor uns liegt der Bauabschnitt Nummer 4. Also das alles, was in den Schüsseln ist, wisst ihr, das war ein Bauabschnitt 0. Also wird es langsam weniger Platten, mehr Steine. Upp. So, da hinten. Okay, nächste Schicht. So, hier haben wir den Bauabschnitt 4. Am AT-AT selber haben wir das Dach angebracht und diese Verkleidung. Ja, hier geht es dann nachher weiter. Nochmal Schutz hier. Ja, gibt es nichts Besonderes. Das ist eine große Platte, die er baut und dann da rein und dann hier mit verbindet. Müsst ein bisschen drücken und ziehen, weil diese beiden Säulen durch die Seitendinger so ein bisschen verspannt sind. Fangt am besten schön mit einer Ecke an und drückt es euch zurecht und den Rest zieht er euch dann in die Position, wo er es braucht und drückt von oben drauf. Ja, ist halt so. So, und als nächstes kommt natürlich jetzt das, wo wir alle wahnsinnig drauf gespannt waren. Das ist wie beim Panzer immer die Kettenglieder. Ist dann hier halt bei einem AT-AT die Füße und die repetitive Bauweise. Naja, es hat ja dann auch schon fast was Meditatives,
wenn man viermal so dasselbe hier vor sich hinschrubbt. Wenn er das macht wie ich, dass er die Teile kurz sortiert habt, so ne, nach Sorten rein, habt ihr halt 20 Haufen auf dem Tisch, aber dann geht das hier wahnsinnig schnell. Und da in den Tüten meistens nur 3-4 verschiedene Bauteile drin sind, lohnt sich hier beim Mold King wirklich, beim Mold King 8080, das wirklich kurz zuvor zu sortieren, weil ich habe jetzt hier, glaube ich, gerade 10 Minuten für gebraucht oder so. Das ging rucki-zucki. So, der Bauabschnitt 5 und insofern die Hälfte unseres AT&T liegen hier vor uns. Haben wir geschafft, jawohl. Der Bauabschnitt war der schnellste, weil, ja, war komplett alles nur viermal fertig zu bauen und dann hat man natürlich eine gewisse Routine. Das ging jetzt wirklich erstaunlich schnell. So, die Bauabschnitte 7, 8 und ich glaube auch 9 werden uns dann die Füße fertig machen und dann an den AT-AT dran, bevor man dann dort in den letzten, 6, 7, 8 genau, und in den Bauabschnitten 9 und 10 machen wir dann Cockpit und Seitenverkleidung und so weiter. Das ganze Zeug fertig. Okay, ich zeige es euch nochmal kurz von der anderen Seite. Also viel Stats und Zeit. Ja, lässt sich super bauen, geht super auf. Das Einzigste hier, hier habe ich ein Gap und ich kriege den nicht zu. Ich glaube, das liegt an der... Ah, ja, ich weiß, woran es liegt. Das Ding falsch angebracht, voll Depp. Aber gut, okay. Wenigstens haben wir das rausgefunden. So... Ihr hattet jetzt an dem Take leider keine Teile, das hatte ich jetzt vergessen, die euch die sortierten Teile zu zeigen. Okay, hiermit sind wir durch mit dem ersten Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis jetzt gibt es eigentlich nicht wirklich groß was zu meckern. Gut, der Hals ist nicht beweglich, das wusste ich vorher. Aber ansonsten macht er vom Aufbau her Spaß, lässt sich gut bauen, alles geht auf, keine Baufehler bis jetzt drin, also von daher... Bis jetzt ist es ein empfehlenswertes Set. Die Anleitung ist gut bis sehr gut, Teilequalität gut, wunderbar. Dann hoffe ich, dass er im zweiten Teil wieder reinschaut. Kann ein bisschen dauern, weil ich kriege gerade die brutale Erkältung. Kann vielleicht 3, 4, 5, 6 Tage dauern, also erst nach dem Wochenende. Habt ein bisschen Verständnis, weil ihr hört schon, es geht so langsam zu. Ich denke, ich bin morgen krank. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Frank, der Brickfreak. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Bye, bye.